Ich wurde in einem Land geboren, das es heute nicht mehr gibt. Es hieß die Deutsche Demokratische Republik. Also ich habe ja als kleiner Junge dann Karl May gelesen, wie alle anderen. Für mich war der Westen in Amerika. Da ich sehr, sehr reiche Westverwandte hatte, die auch ungeheuer stolz waren auf ihren Besitz, hat mich das so abgestoßen. Ja. Für mich war Westen einfach blöd. Ich wollte zu meinem Vater. Die Welt war ja auch in den 50er Jahren so, dass man durchaus dachte, der Sozialismus könnte die Alternative sein. Und das kam uns ja schon als Kind schon komisch vor. Bist du für oder gegen den Frieden? Für oder gegen den Sozialismus? Wegen der Haarlänge, wegen der Musik, die wir hörten. Vor allem aber wegen der Ideen, die wir hatten, begann man uns, den einstigen Hoffnungsträgern, zu misstrauen. Mein erster Ausflug über die Grenze war eine Enttäuschung. An der Hand meiner Großmutter lief ich die Oderberger Straße immer geradeaus. Die Cousinen sahen aus wie wir, sie sprachen wie wir, behandelten uns aber wie Kranke.